Hallo, schöne Grüße an euch alle. Zwei Sondergrüße, einmal Stefan und Silvia aus Hagen. Die nächsten Gruß an Gerd aus Rösrath. Aus Rösrath, da kann ich mich gut erinnern. Da haben wir unseren Familienpassat, den Silbernen, gekauft. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das vielen betrifft: der Anfang des Winters. Gestern bin ich aufgestanden, zur Firma fahren wollen. Da waren schon so 2 Zentimeter Schnee auf dem Wagen und auch auf der Straße und Bürgersteig. Auf der Firma war nachher so hoch, dass er Oberwester war, da waren es schon gut und gerne so 7, 8 cm. Also, es fing morgens an, ich gucke den Wagen an, nehme den Besen, einen weichen Besen, ganz vorsichtig habe ich ihn dann abgefegt. Wenn die Scheiben leicht gefroren sind, das war in dem Fall ja nicht, weil der ging mit dem Besen runter, aber wenn die leicht gefroren sind, kann man entweder mit einem Eiskratzer, aber ich nehme immer sowas, da kann ich auch aus Nachfüllflasche, dann spritze ich schön die Scheibe ein. Moment. Dann spritze ich die ganze Scheibe ein. Wenn das jetzt Eis wäre, auch die Spiegelgläser, lass sie mal so 5 Minuten ziehen und dann ist es meistens schon von selber weg. Okay, was haben wir noch zu bedenken? Wichtig ist, was jeder weiß, der Kühlerfrostschutz sollte mindestens bei 22 bis 25 Grad, dann in verschiedenen Ecken sogar auf 35 Grad minus. Natürlich auch die Scheibenwaschanlage sollten wir nicht vergessen, auf Frostsicherheit machen. Winterreifen, denken dran, die sollten reichlich Profil haben. Die sollten die Schneeflocke drauf haben. Wichtig, wenn ihr nach Österreich fährt, in Gebiete gibt es teilweise Schneeketten, vorzeitig Schneeketten. Selber mal vorher vielleicht in trockenen ausprobieren, wie schnell man sie aufziehen kann. Das hilft sehr. Wichtig ist, ab unter 4 mm in Österreich ist ein Winterreifen kein Winterreifen mehr. Unter 4 mm wird das ein Sommerreifen. Okay, jetzt gehen wir jetzt nochmal zum Heck hin. Was sollte noch im Kofferraum drin sein? Wie das Wetter kann immer umschlagen. Heute Regen, gestern Schnee. Ich mach mal auf. Was sollte man immer haben, wenn man unterwegs ist? Eine Warnweste. Immer ein Eiskratzer mit Pegelfunktion, dass man auch den Wagen abfegen kann. Immer wichtig für jede Person zusätzlich eine Jacke oder eine Decke. Schön warm, wenn man stecken bleibt. Aha, und was haben wir noch vergessen, wenn wir unterwegs sind? Eine Taschenlampe oder eine Kopfleuchte. Wenn wir irgendwie den Wagen wieder freibuddeln müssen oder so weiter, ist das ideal. Aber jetzt haben wir das Auto abgehakt. Aber vorher will ich euch noch erklären, die Wischer. Wenn man sich diesen Balken oder den hat nicht, dann ist die Wischer vorsichtig sauber machen von Schnee. Und wichtig, wenn wir wischen, sind Schlieren drauf. Deswegen einfach hier, einfach nochmal hier drücken. Dann sind sie wieder gangbar. Sonst hat man einfach Schlieren. Oder die werden dann, wenn sie warm werden, wischt er auch. Also wichtig, hier ganz vorsichtig, aber vorsichtig, nicht das Gummi kaputt machen, so drücken. Da hat man direkt ein gutes Wischerfeld, wenn die eingefroren sind. Okay, und das gehen wir ja, viele haben ja dann, stehen sie morgens auf und mischen den Bürgersteig, räumen oder so weiter. Klar, wenn nur ein bisschen Schnee ist, nimmt man den Wegen und fegt es einfach beiseite. Hier, das haben wir keinen Schnee, ist nur ein Beispiel. Dann natürlich, wenn wir das Schnee haben, den Schneeschieber. Ich ziehe den Aluminium vor, weil der Kunststoff, da fliegt es meistens runter mit verschiedenem Holz. Aber ich ziehe immer den Aluminium vor. Und natürlich, wenn es schwerer wird, hat man die Schneeschieber. Und natürlich, was ich jetzt hier nicht habe, weil ich den verliehen habe, so ein Eishacker. Wenn das Eis ist, muss man das hacken. Okay, bevor man das wegfährt, will man auch, dass Schnee nicht liegen bleibt. Und hat das hin, dann nimmt man einfach Salz. Ich habe hier extra Salz einfach genommen, ohne ein Dings. Normaler Streusalz. Ich habe hier wegen Werbung keinen Sack genommen, das für keine Firma Werbung mache. Und natürlich, wenn wir Glatteis haben, Salz draufkippen ist nicht immer intelligent, weil dann wird es noch rutschiger. Was machen wir dann? Dann nehmen wir so Rheinsand oder so. Wenn man es in der Stadt ist, kriegt man ja selten eine große Menge. Dann habe ich eine Empfehlung. Was ich manchmal auch mache, da kriegt man für 1 bis 2 Euro so einen kleinen 25-Kilo-Sack Spielsand. Der ist ideal geeignet, schön ausschreuen, das macht das dann wieder stumpf, also ein Stumpfungsmittel. Wie gesagt, Salz ist immer gut, das hält auch länger an, aber wenn Glatteis ist, kann das Salz genau das Gegenteil bewirken, weil es wird ja erstmal eine Wasserschicht kommen und dann ist es richtig gut, wie hier, dann rutscht man weg, hier ist es zwar nicht, aber wie gesagt, denkt dran,
Salz ist sehr gut nachwirkend, es macht aber auch natürlich den Beton kaputt und alles. Deswegen ist ein Stumpfungsmittel, ob ein Granulat, ich nehme gerne das Rheinsand, weil es hat auch gleichzeitig einen Nutzen, weil es tut die Fugen füllen. Also alles in eine Sache. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent an alle und für die Kinder viel Schnee, für uns vielleicht ein bisschen weniger, weil da kommt ja auch die Arbeit. Wie gesagt, viel mehr Zeit mitbringen morgens für den Räumen der Straßen und das Auto, dann funktioniert das auch. Und denkt an eure Winterreifen, dass genug Profil drauf ist. Ciao, ciao, euer Manni. Er wünscht euch noch einen schönen dritten Advent. Tschüss.